Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen The Last of Us. Ja, wir sind jetzt hier auf der Flucht vor dem Militär. Hatten gerade Robert erledigt, ist alles ein bisschen, ja, komische Zeit hier. Ähnelt unserer jetzigen aktuellen Lage. Zumindest ein bisschen. Okay, jetzt haben wir hier eine von den Fireflies. Es geht. Die hat wohl unsere Waffen, die wir eigentlich besorgen wollten. Oh ne. Moment, ja. Soldaten. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Sie hat halt die Waffen gekauft, muss kurz so sagen, von Robert, der sie wiederum von uns wohl hat. Aber, da sie sie ordentlich und so wie es sein soll, erworben hat, gibt sie sie natürlich nicht einfach wieder her. Deshalb sollen wir ihr einen Gefallen tun, damit wir sie bekommen. So ist das. Ich sollte keinen Ärger machen. Wir haben alles verpasst. Gerechtigkeit wartet nicht, Soldat. Oh, ich hab mal einen Befehl verstanden. Vorhin habe ich es ja tierisch verkackt. Der hat da vorne irgendjemanden. Schönes Zeugs. Hey, schreck mich doch nicht so, du blöde Kuh. Erschossen. Eiskalt. Oh, da steht noch einer. Ganz versteckt. Fisch. Ich hoffe nur, der andere bleibt lang genug da unten. Meint ihr, die beiden hatten Muni? Schlecht aus. Der kommt. Hey, Mami. Jetzt sind wir gleich da.
Ich gehe davon, dass wir hier runter sollen, oder? Okay. Ah, hier ist so die Tür. Los, geht rein. Wohin gehen wir, Marlene? Hier lang. Ist nicht mehr weit. Hältst du weiter durch? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Wir sind jetzt auch gleich da. Ja, das hoffe ich. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Sonst wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Joel, hilf mir mal eben. Eingefroren, oder was? Oh, oh, oh. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von hier. Hör auf damit. Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Ey, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sie sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mann. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Toll, jetzt muss ich entscheiden, wo es lang geht. Oh, ich habe Schüsse gehört, aber was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Pizzeria wieder. Aber warte hier lang, glaube ich. Hier runter. Los, mach ihn. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten sofort an. Okay. Ducken wird überbewertet.
Wo gehen wir hin? Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Ja. Ich wollte eigentlich nur Munition suchen. Jawohl, schafft sie locker. Der Tunnel, schmuggelt ihr Sachen durch? Ja. Auch Illegales? Manchmal. Nein. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Ständig? Was läuft da eigentlich mit dir und Marleen? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert's mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Hier ist es. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marleen? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Okay, dann los. Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marleen wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Mhm. Komm, streng dich an. Jawohl, gut gemacht. Na los. Oh, Dreieck. Wer wartet am Treffpunkt? Sie meinte, da wären Fireflies, die aus einer anderen Stadt sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ellie, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben.
Ja, sicher. Eine Karte mit den Patrouillenrouten außerhalb der Zone. Sieh oben nach, ob die Luft rein ist. Mach ich. Wartet mal, da vorne ist eine Patrouille. Okay, wir können, kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Ich glaube, so geht's einigen Kindern heutzutage. Wenn sie das erste Mal wieder draußen sind nach dem ganzen Zocken. Hier geht's lang. Das sieht so echt aus, ne? Ich meine, man darf nicht vergessen, das war ein PlayStation 3 Spiel. Das ist jetzt nur so remastered. Jetzt bloß keine Dummheit. Los. Umdrehen, auf die Knie. Ich glaube, wir wurden erwischt. Du scannst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez aus Sektor 12. Erbitte Abholung von 3 Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Sei still. Ist genug von diesem Scheiß. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Oh mein Gott. Hat Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Und das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär es lieber schnell. Seht mal her! Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Lauf! Lauf! Los! Los, komm! Oh, Scheiße! 2 Punkte und ich komm hier. Hier nach. Schnell. Okay, Ellie. Auf mein Signal laufen Sie. Signal. Ihr habt mich vergessen. Bleib von dem Licht weg. Nicht so gut im Schleichen. Ellie, wir müssen noch mal laufen. Bereit? Na, ja. Verdammt, sie sind überall.
entgegengelaufen. Hopp. Sie müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Bleib zurück. Ich kann auch nicht erzählen. Sind Sie wirklich hier lang gekommen? Das ist unser Auftrag, also weitersuchen. Unten bleiben, sonst sehen Sie dich. Na los, Kleine. Bleib bei Joel. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, bei mir zu bleiben. Hey. Ist das eine Flasche nehmen, oder was? Sich laufen, wenn er zur anderen Seite leuchtet. Echt? Was steht da? Windel River? Siehst du irgendwas? So weit, so gut. Alter, wo ist das? Himmel. Ich weiß nicht mal, wo wir hin müssen. Hier bin ich dran. Also doch da lang. Konntet ihr uns denn sehen? Scheiße. Weißt du nur wohin? Ich kann welche hören. Noch mehr hören? Ja, und doch da. Das ging es ja nicht.
Hier können wir durch. Sauber. Bisschen was gefunden hier. Mist, noch eine Patrouille. Los, geht in Deckung. Oh, weia. Es sind so viele hier draußen. Wie sollen die da so abkommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Wie sieht's aus? Viele Tests. Oh Mann. Oh Mist. Sie sind hier bei uns. Versuch sie abzulenken. Okay. Was war denn das? Oh weia. Weg damit. Komm. Jawohl. Mit einer Waffe. Da sind mehr Lichter. Mist. Wo geht's denn jetzt lang hier? Fuck. Ich hab meinen Arsch geschossen. Mein Team ist bestimmt unkaputtbar. Ja, sag ich doch, guck. So. Tunnel gefunden, meine Schön. Ja, sieht gut aus. Bleib ja, hier. Ne? Wenigstens regnet es hier nicht. Wie sieht's aus? Sieht das eigentlich erstmal ganz schön aus. Hier müssten wir durchpassen. Mal kurz heilen hier. Jawohl. So. Dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze nochmal. Und in der nächsten Folge bringen wir dann unser Paket weg. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin. Ciao, ciao.